Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 21 mit dem Tagesordnungspunkt 70 verbunden. Die Fraktion der Freien Demokraten hat hier den Setzpunkt. Die Landesregierung ist bei Flächenschädigung im Wald ökologisch und ökonomisch auf dem Holzweg. Und das ist verbunden mit einem Antrag der Fraktion der CDU-Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Forstwirtschaft in Hessen. Ich darf als Erstes erteilen das Wort der Kollegin Knell für die Fraktion Die FDP. Vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten pro Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn es einen Bereich gibt, zu dem das Wort Nachhaltigkeit nicht nur passt, sondern wo es quasi erfunden wurde, dann ist das die deutsche Forstwirtschaft. Und egal ob Staatswald, Privatwald oder Kommunalwald in Deutschland und ganz besonders im schönsten und waldreichsten Bundesland Hessen, wird nicht nur der heimische Rohstoff Holz nachhaltig erzeugt, es wird auch die Artenvielfalt durch moderne Anbaumethoden, Totholzkonzepte und das Engagement der Förster und Waldbesitzer gefördert. Und auch wenn der ein oder andere versucht, mit gefühlten Wahrheiten einen anderen Eindruck zu vermitteln, der hessische Staatswald wird seit Jahrhunderten nachhaltig bewirtschaftet. Und es wächst viel mehr Holz nach, als entnommen wird. Deutschland und Hessen stehen damit weltweit an der Spitze der nachhaltigen Forstwirtschaft. Produkte aus Holz, das aus unseren heimischen Wäldern stammt, können Verbraucher also ohne Sorge kaufen. Ja, und ich finde auch, das sollten wir an dieser Stelle würdigen und die nachhaltige Bewirtschaftung des Staatswaldes, der Kommunalwälder und der Privatwälder ausdrücklich begrüßen. Unser Wald steht derzeit vor vielfältigen Herausforderungen. Vor allem das Sturmtief Friederike in Verbindung mit dem Dürrejahr 2018 und dem milden Winter hat den Wald schwer geschädigt und angreifbar gemacht für Schädlinge wie den Borkenkäfer. Aber auch die Rußrindenkrankheit ist ein Phänomen, das aufgetreten ist und derzeit medial eine Rolle spielt. Bis zum Sommer wird eine Borkenkäferplage auf einem Niveau erwartet, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen kann. Das ist für die Waldbesitzer emotional und finanziell eine Katastrophe. Es gefährdet aber auch die holzverarbeitende Industrie in den nächsten Jahren, weil nach dieser nothiebsbedingten Holzschwemme erst einmal weniger Holz dann am Markt erhältlich sein dürfte in vielen Jahren. Und was tut die Landesregierung in Anbetracht dieser sich abzeichnenden Katastrophe in unserem Wald? Sie diskutiert nach der FSC-Zertifizierung, dem viele Experten und sogar Greenpeace die Unterstützung entzogen haben, nun eine weitere Stilllegung von wertvollen und bereits natürlich hochwertigen Waldflächen. Nee. 10% des Staatswaldes sollen insgesamt aus der Bewirtschaftung genommen werden. Und für Hessen als waldreichstes Bundesland sind es erhebliche Waldflächen, die dem bisherigen Wirtschaftskreislauf entzogen werden. Jetzt klingt das im Auge des unbedarften Betrachters aus dem Frankfurter Westend zunächst toll. Urwälder in Hessen, manche haben da direkt den Amazonas vor Augen. Wenn man aber mit Experten, Wissenschaftlern und Praktikern redet, bekommt man ein ganz anderes Bild über die Folgen einer solchen Stilllegungspolitik wiedergespiegelt. Ich habe in den vergangenen Wochen viele forstpolitische Termine wahrgenommen. Ich war z.B. an der Uni in Göttingen, bei der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt. Ich war in mehreren Forstämtern. Ich habe aktiv etwas gegen den Borkenkäfer unternommen, nämlich gelernt habe, mit der Kettensäge umzugehen und vom Buchdrucker befallene Fichten zu fällen. Ja. Ich war auf Harvestern unterwegs, und ich habe auch ganz nachhaltig Bäume gepflanzt. Und da waren auch Douglasien dabei, weil die brauchen wir auch in einem durchmischten Wald. Und bei all diesen Terminen habe ich mich mit den Menschen unterhalten, die tagtäglich ihre Arbeitszeit im Wald verbringen, mit Forstamtsmitarbeitern, Revierleitern, Waldinteressenten. Und bei diesen vielen Gesprächen habe ich niemanden, wirklich niemanden getroffen, der ihren Kurs in der Forstpolitik unterstützt oder auch nur nachvollziehen kann. Flächenstilllegung in den hessischen Wäldern verursachen ökologisch und ökonomisch deutlich mehr Nachteile als Vorteile. Das wurde mir immer wieder bestätigt. Stillgelegte Waldflächen führen zu arten- und strukturärmeren Wäldern. Durch die Stilllegung von 10% der hessischen Staatswaldfläche wird die angestrebte Verbesserung der Biodiversität nach der Einschätzung von Fachleuten jedenfalls nicht erreicht.
Das ist nicht eine wissenschaftliche Untersuchung der Freien Demokraten, sondern das belegen von der Landesregierung beauftragte wissenschaftliche begleitete Stilllegungen, z. B. am Weiherskopf im Forstamt Steinau und der Straße. Ich stelle also fest, dass Sie wider besseren Wissens eine Politik machen, die der Artenvielfalt schadet und langfristig Monokulturen schafft. Wer sich einmal so einer der alten stillgelegten Flächen angeschaut hat, der weiß, wovon ich rede. Da gibt es kein Licht am Boden für Bodenpflanzen oder lichtmögende Insekten, auch kein Durchkommen für größere Tiere teilweise. Und die Artenvielfalt, die bei uns seit Jahrzehnten hier entstanden ist und wir eigentlich bewahren wollen, ist in einer Kulturlandschaft entstanden und nicht in einem Urwald, der bereits zur Römerzeit entfernt wurde. Ich stelle also fest, auch das Ziel mehr Artenvielfalt ist gestrichen. Bleibt, dass man vielleicht damit versucht, CO2 zu binden, um einen positiven Effekt auf das Klima zu haben. Aber es gibt auch hier einen entscheidenden Unterschied zwischen dem bewirtschafteten Wald, wie wir ihn kennen, und dem stillgelegten Wald, den die Landesregierung anstrebt. Wir stellen fest, dass durch die Verrottung des Totholzes der ansonsten CO2-neutrale oder CO2-aufnehmende Wald zukünftig zum CO2-Emittenten wird. Damit werden die Ziele des Klimaschutzes unserer Meinung nach konterkariert. Am Ende sind dann 10% des Waldes in der Summe CO2-Emittenten. Und das kann eigentlich keiner wollen. Ich stelle also fest, wir haben weniger Artenvielfalt und mehr CO2. Kommen wir einmal zu den wirtschaftlichen Folgen Ihrer Politik. Durch die Stilllegung entsteht eine verminderte Verfügbarkeit des wichtigen heimischen Rohstoffes Holz. Die Folge ist der Import von Holz aus teilweise fragwürdigen und sicherlich nicht nachhaltigen Quellen. Kahlschläge in russischen Urwäldern in Sibirien sind traurige Beispiele dieser Entwicklung, die leider von FSC geduldet werden. Der Ausstieg aus FSC durch Greenpeace zeigt, dass FSC in diesen Fällen zum Teil des Problems geworden ist. Die derzeit aufgrund des Noteinschlags vorherrschende Holzschwemme auf dem deutschen Markt wird nicht langfristig anhalten. Wenn zusätzliche ertragreiche Flächen aus der Bewirtschaftung genommen werden, wird dies mittelfristig zu einem Holztourismus in Richtung Hessen führen, der nicht im Sinne einer ökologischen Holzwirtschaft sein kann. Weite Transportwege verschlechtern die ökologische Bilanz nämlich zusätzlich. Dazu kommt die Gefahr, dass stillgelegte Flächen zur Brutstätte von Bäumschädlingen werden und somit den angrenzenden bewirtschafteten Wald zusätzlich schädigen. Der Birkenkäfer lässt grüßen, und es ist wirklich ein trauriges Bild, wenn man momentan durch die Wälder geht und kaum noch einen Baum finden kann, der nicht befallen ist. Und da fragt man sich langsam, warum eigentlich hält die Landesregierung an diesem Irrweg fest? Es kann nur an einer ideologiegetriebenen Klientelbefriedigung liegen. Umweltverbände und grüne Vorfeldorganisationen verlangen ja seit Jahrzehnten solche großflächigen Versuche. Diese Verbände wollen die Grünen bedienen, kann ich verstehen. Aber warum lässt die CDU wider besseren Wissens die Grünen hier gewähren? Das ist eine Frage, die mich umtreibt und auch die Menschen, die im ländlichen Raum liegen. Warum verschenkt die CDU den ländlichen Raum an die Grünen? Stehen Sie endlich auf, beenden Sie diesen Irrsinn, bevor es für unseren Wald zu spät ist. Sie schwächen mit Ihrer grün-ideologischen Verbohrtheit das Cluster Holz und den ländlichen Raum, weil sie schlussendlich dazu führen, dass Wertschöpfung in andere Länder verlagert wird. Und welche Bedeutung der Forst- und Holzsektor gerade für die Wirtschaftskraft des ländlichen Raumes hat, zeigt das Ergebnis von Branchenstudien, nach denen in der Forst- und Holzwirtschaft an jeweils 100 Festmetern Holz, die für Industrie oder Gewerbe bereitgestellt werden, ein Arbeitsplatz hängt. So trägt eben auch Hessenforst Verantwortung für annähernd 1.000 Arbeitsplätze in der Säge- und Furnierindustrie, bei Holzwerkstoffen, der Papier- und Zellstoffindustrie, bei Spezialspediteuren, bei Möbelbau, im Tischler- und Zimmererhandwerk und den forstlichen Dienstleistungsunternehmen. Bundesweit hängen etwa 480.000 Arbeitsplätze vom Rohstoff Holz ab. Und es gibt Sägewerke, die komplett vor dem Ausstehen, weil sie zukünftig nur noch von stillgelegten Flächen umgeben sein werden. Was wir wirklich brauchen, ist nicht eine Politik der gefühlten Wahrheiten, sondern der wissenschaftlichen Wahrheiten. Wir Freie Demokraten stehen an der Seite des Waldes, der Waldbesitzer und für Artenvielfalt in unserer Kulturlandschaft. Wir wollen gemeinsam mit den dazugehörigen Verbänden und Wissenschaftlern einen Pakt für den Wald erarbeiten. Und dieser Pakt für den Wald soll sowohl ökologische als auch ökonomische und soziale Aspekte unter wissenschaftlicher Begleitung durch Fachinstitute des Forstwesens und Einbeziehung der betroffenen Fachgruppen berücksichtigen.
Das Ziel muss weiterhin ein arten- und strukturreicher Mischwald mit hoher Biodiversität sein. Ein solcher Wald hat nach wissenschaftlichen Erkenntnissen außerdem eine höhere CO2-Speicherkapazität. Wir Freie Demokraten fordern, die Forschung auf dem Feld der Forstwissenschaften intensiv zu unterstützen, um weitere Erkenntnisse über ökologische und ökonomische Zusammenhänge einer nachhaltigen Forstpolitik zu erhalten. Die vorkommenden Erkrankungen ganzer Baumsorten wie Ulm und Eschen sowie die jetzt kürzlich bei Lich erkrankten Ahorne zeigen die Notwendigkeit, wissenschaftlich nach Ersatzlaubbäumen zu suchen, die eine Mischwaldbeförsterung ermöglichen. Ich kann Ihnen nur zurufen, werte Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN und vor allen Dingen liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, gehen Sie bitte mit uns den Weg der Vernunft. Lassen Sie uns kämpfen für einen Wald, für unseren Wald in Hessen, für eine bessere Artenvielfalt, für mehr CO2-Bindung durch Holzwachstum und Nutzung des Rohstoffes Holz in der Bauwirtschaft und für eine starke Holzwirtschaft in Hessen, gerade im ländlichen Raum. Beenden Sie Ihre einseitige Politik. Hören Sie auf, jahrhundertelange Erfahrung von Fachleuten zu ignorieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Knell. Nächster Redner für die Fraktion DIE LINKE ist der Kollege Felstehausen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Gäste oben auf der Tribüne! Der Antrag, liebe FDP, ist ärgerlich aus unserer Sicht. Er ist deshalb ärgerlich, weil er doch versucht, in recht populistischer Manier zu kurz gegriffene Wirtschaftsinteressen gegen Natur- und Umweltschutz auszuspielen. Und das möchte ich Ihnen. Hören Sie kurz zu. Das war ja erst das Intro. Hören Sie kurz zu. Ich möchte Ihnen das an fünf Punkten nahebringen, wie ich dazu gekommen bin. Erstens. In Wirtschaftswäldern, auch wenn sie nachhaltig genutzt werden, werden die Bäume bereits nach der Hälfte ihrer Lebenserwartung gefällt. Die zweite Lebenshälfte mit der für sie so typischen Habitate, Pflanzen, Tierarten fehlen in diesen Wäldern. Alte Waldbestände beherbergen nicht unbedingt mehr Arten, aber andere. Und diese werden wir verlieren, wenn wir nicht bereit sind, Waldbestände in ausreichender Größe alt werden zu lassen. Dass nicht jeder Waldbestand eine hohe Biodiversität aufweist, aber in Summe unterschiedliche Waldbestände, alte und junge Hanglagen in den Mittelgebirgen, in den Auen, eine hohe Biodiversität hat, scheint für die FDP nicht wirklich verständlich zu sein. Der zweite Punkt. In alten Waldbeständen verrottet Holz. Das ist sicher, und das ist auch einer der Gründe, warum dort auf alten Baumleichen Arten zu finden sind, die in jüngeren Beständen fehlen. Aber, liebe Frau Knell, es verrottet nie mehr Holz, als dort auch gewachsen ist. Und demzufolge auch wird nie mehr CO2 freigesetzt, als Pflanzen zuvor gebunden haben. Der Unterschied zur Hessischen Landesverwaltung Im Unterschied zu der Hessischen Landesverwaltung sind unsere Bäume nämlich per se klimaneutral. Das ist ein Teil des Kohlenstoffkreislaufes, und den sollten die Abgeordneten der FDP spätestens in der Mittelstufe gelernt haben. Da stellt sich die Frage, was sich die Expertinnen und Experten der FDP dabei gedacht haben, als sie in dem Punkt 4 formuliert haben, dass der Wald zukünftig zum CO2-Emittenten wird und die Ziele des Klimaschutzes konterkariert. Das ist eine glatte 5 in Bio. Ich empfehle Ihnen da an der Stelle ganz dringend, sich mal Rat von Profis zu holen oder bei Fridays for Future Nachhilfe zu nehmen. Und wenn Sie sagen, Sie haben sich da mal Nachhilfe geholt, ich liste Ihnen gerne mal was auf. Bereits 1998 hat die Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landesökologie 5 bis 10% der Wälder aus der Nutzung genommen bzw. dieses empfohlen. Seit 1993 ist die UN-Biodiversitätskonvention in Kraft. 2007 wurde die 5%-Forderung als Maßnahme in die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt aufgenommen.
Bis 2020 soll das Ziel der 5% Stilllegung in allen Bundesländern erreicht werden. Und jetzt kommt's. 2011 beschlossen 27 Staats- und Regierungschefs in der EU eine Strategie zur Eindämmung des Verlustes der biologischen Vielfalt. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hatten wir damals eine schwarz-gelbe Koalition in der Bundesebene. Ja, ich komme gleich dazu, zu den 5%. Seit 1970 wird in der Forschung zum Erhalt der biologischen Vielfalt immer wieder untermauert von den Forscherinnen und Forschern, dass der Erhalt der Biodiversität extrem wichtig ist und dafür ist wichtig ist, die Wälder direkt tatsächlich zur Verfügung zu stellen und einer Nutzung zu entziehen. Und für alle, die das Problem bis dato noch ignoriert oder nicht verstanden haben, gab es Anfang des Monats einen UN-Biodiversitätsbericht mit der erschütternden Aussage, dass wir wie beim Klimawandel auch beim Verlust der Artenvielfalt am Rande einer Katastrophe stehen und dass der Klimawandel diesen Artenverlust noch weiter beschleunigt. Aber das ficht Sie offensichtlich nicht an. In Ignoranz all dieser Arbeiten betreiben Sie an dieser Stelle, möchte ich das mal sagen, Fake Science und setzen sich über demokratische Beschlüsse, die lange gefällt sind, hinweg. Der vierte Punkt. Ich möchte auf alles eingehen, Frau Knell, was Sie gesagt haben. Hoffnungslos ist auch das zu kurz gegriffene ökonomische Verständnis der FDP. Denn neben ethischen Gründen zur Erfüllung internationaler, europäischer und nationaler Vorgaben ergibt sich die Notwendigkeit für den Erhalt der biologischen Vielfalt auch aus rein ökonomischen Gründen. Es ist nämlich viel kostengünstiger, die Vielfalt zu erhalten, als zu versprechen, sie und ihre ökologischen Leistungen später wiederherzustellen. Und es geht nicht darum, 10% des hessischen Waldes aus der Nutzung zu nehmen, sondern Sie haben es völlig richtig gesagt, aber hier verkehrt dargestellt, es geht um 5%. Aber da wir nicht davon ausgehen, dass private Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer ihren Wald zugunsten von Naturarten und Umweltschutz nicht mehr bewirtschaften, hat sich das Land Hessen dazu entschieden, 5% der gesamten Waldfläche 10% zu nehmen und damit diese 5% zu erreichen. Das ist das, was Sie tatsächlich an dieser Stelle nicht richtig dargestellt haben. Deshalb, was ist wichtig? Wichtig ist, dass wir bereits aktuelle alte Bestände aus der Nutzung herausnehmen, weil wir für den Artenschutz, den wir brauchen, keine weiteren 200 Jahre mehr Zeit haben. Wichtig ist, dass es nicht nur auf Flächen mit schlechtem Ertrag geschieht, wie es Hessenforst und die Waldbesitzer gerne möchten. Und wichtig ist, dass diese Flächen möglichst groß sind. Und deshalb unterstützen wir als LINKE ausdrücklich das Konzept der 25 Waldschutzgebiete, wie sie von Greenpeace, dem BUND, der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, dem NABU und dem WWF sowie der Zoologischen Gesellschaft erarbeitet worden sind. Wir hoffen, dass alle Mitglieder dieser Verbände sich ihre Rede sehr genau angehört haben und das als Wahlentscheidung auch für sich mitnehmen. Okay. Und zum Schluss, das rein rhetorische Ei mit dem Holzweg haben Sie sich tatsächlich selber gelegt, weil Sie haben grundlegende wissenschaftliche Modelle wie den Kohlenstoffkreislauf nicht verstanden, wissenschaftliche Erkenntnisse verkürzt und aus dem Zusammenhang gerissen. Sie haben in Ihrem Antrag Sorten mit Arten verwechselt und dann auch ein verkürztes ökonomisches Verständnis an den Tag gelegt. Das kann so nicht gehen. Und ich hoffe, das Einzige, was eigentlich zu diesem Antrag bleibt, ziehen Sie ihn einfach zurück. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Felstehausen. Nächster Redner ist Kollege Frank Diefenbach für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe Frau Knell, was ich Ihnen schon immer einmal sagen wollte, Sie sind mir mit Abstand die liebste hessische Landtagspolitikerin, allerdings die aus der Opposition. Und das ist auch gut so, und wir kämpfen dafür, dass es so bleibt.
Wenn Sie sich Veranstaltungen raussuchen mit Hessen Forst und so weiter, weiß ich nicht, wo Sie waren. Wir können gerne mal die Terminkalender vergleichen. Ich war vor einigen Tagen, jetzt glaube ich drei Wochen näher, bei einer Führung mit führenden Hessen Förstern in Kassel, Hessen Forst und FSC zusammen. Und das Konzept wurde erläutert den Teilnehmern an der Führung und von einem, ja, wie Sie es beschrieben haben, irgendwie Zerwürfnis zwischen Hessen Forst und dem FSC-Konzept kann nicht die Rede sein. Wir bekennen uns zum Ziel des multifunktionalen Waldes. Als Menschen haben wir eine besondere Verbindung zum Wald. Im Wald finden wir Ruhe und Frieden, die wir in diesen schnelllebigen Zeiten auch dringend brauchen. Der Wald dient uns nicht nur als Erholungs- und Rückzugsort, sondern der Wald ist auch unsere grüne Lunge, Wasserversorger und Klimaschützer in einem. Er ist auch Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und damit ein echtes Quellgebiet für Artenvielfalt. Aber der Wald ist nicht nur das, er schafft auch Arbeitsplätze und stellt uns die wichtige Ressource Holz bereit. Und wir Grüne sind der Überzeugung, dass zwischen Wirtschaft und Ökonomie, wie das einmal auf einem Bundestagswahlplakat von Cem Özdemir zu lesen war, kein Oder gehört, sondern eben ein Und. Zwischen Ökologie und Ökonomie, über solche Versprecher sollte man hinwegsehen. Das ist, glaube ich, ich nehme das zur Kenntnis, was Sie gesagt haben. Die unterschiedlichen Funktionen des Waldes müssen nicht entgegenstehen. Sie können vereint werden und lassen sich vereinbaren. Mit der Zertifizierung des Staatswaldes durch FSC soll keineswegs die hervorragende Arbeit von Hessen Forst infrage gestellt werden. Hessen Forst hat auch schon bisher immer eine nachhaltige und umweltschonende Forstwirtschaft mit hohen Standards betrieben. Und es ist auch ganz richtig zu behaupten, in Deutschland gibt es im internationalen Vergleich bereits gute oder gab es auch gute gesetzliche Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Mit der FSC-Zertifizierung von Hessen Forst ist allerdings das Ziel verbunden, die hohe ökologische Qualität der Waldbewirtschaftung im hessischen Staatswald noch weiter auszubauen und sich diese auch von unabhängigen Dritten bestätigen zu lassen. Mit der FSC-Zertifizierung erhöht sich außerdem die Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf von Holzprodukten. Denn FSC ist ja genau wie der Nachhaltigkeitsbegriff insgesamt auf drei Säulen aufgebaut, auf der Wirtschaftlichkeit, auf der Sozialverträglichkeit und auf der Umweltverträglichkeit. Es geht nicht nur um die Vermarktung von Holz. Mit der Bereitstellung von 10% der Staatswaldflächen für die natürliche Waldentwicklung als Beitrag zu Umweltschutz und Artenvielfalt kommen wir in Hessen unserer besonderen Verantwortung nach, die wir als Bundesland mit einem sehr hohen Anteil an Staatswald mit ausgedehnten Laubwäldern haben. Etwa 2/3 der stillgelegten Flächen liegen in FFH-Gebieten und rund 87% sind Laubholzbestände. Bisher wurde häufig argumentiert, dass die Funktion des Waldes als Kohlenstoffspeicher bzw. Kohlenstoffsenke in Wirtschaftswäldern besser erfüllt werde als in Wäldern mit natürlicher Waldentwicklung. Aber Sie legen ja in Ihrem Antrag großen Wert oder fordern Wissenschaftlichkeit ein. Neue Studien belegen, dass diese These so nicht haltbar ist. Die Studie kann ich Ihnen nennen. Das ist Dr. Thorsten Welle und Knut Sturm, Doppelpunkt, Wald als Kohlenstoffspeicher, Vortrag am 13.06.2017 in Göttingen, Tagung Speicherwald. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal an das Ziel der nationalen Biodiversitätsstrategie erinnern, den Anteil ungenutzter Wälder auf der gesamten hessischen Waldfläche auf 5% zu steigern. Zum Erreichen der Naturschutzziele und zum Erhalt der Artenvielfalt sind Wälder mit natürlicher Waldentwicklung ein wichtiger Baustein. Diese Wälder dienen als Rückzugsgebiete und Quellgebiete für Artenvielfalt. Sie tragen zum dringenden benötigten Biotopverbund in Deutschland bei und erhöhen auf diese Weise auch die Anpassungsfähigkeit
an den Klimawandel. Mit der Stilllegung von 10% der Flächen des Staatswaldes erreichen wir bisher etwa 3,5% ungenutzter Waldfläche in Hessen insgesamt. Um das auf nationaler Ebene, auch von der SPD übrigens geforderte Ziel der nationalen Biodiversitätsstrategie zu erreichen, muss also noch mehr unternommen werden. Der Landesbetrieb wird im Übrigen entgegen oftmals anderslautender Behauptungen aufgrund der Stilllegung nicht mehr Holz an anderer Stelle einschlagen müssen, um finanzielle Einbußen auszugleichen. Im Gegenteil, um dies zu vermeiden, unterstützt die Landesregierung Hessen Forst mit Kompensationszahlungen aus dem Landeshaushalt. Und der Landesbetrieb muss deshalb auch keine Stilllegung und kein Stellen, durch diese Stilllegung auch keinen Stellenabbau fürchten. Wie ich eingangs bereits betont habe, stellt der Wald auch für uns Grüne ein wichtiger Wirtschaftsfaktor dar, dessen Nutzungspotenziale aber nachhaltig ausgeschöpft werden müssen. Auf diese Weise kann eine ausreichende Versorgung mit dem Rohstoff Holz für die hessische holzverarbeitende Industrie gewährleistet werden, um einen wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung im ländlichen Raum zu leisten. Leider wird immer wieder behauptet, die mit der FSC-Zertifizierung einhergehende Ausweisung von Stilllegungsflächen in Hessen führe zu höheren Importen von Holz mit fragwürdiger Herkunft. Zurzeit besteht für derartige Befürchtungen kein Grund, denn Deutschland ist nach wie vor Nettoexporteur von Holz und Holzprodukten. Wir erkennen an, dass die aus dem Sturmtief Friederike resultierenden Probleme und die durch die Klimakatastrophe verursachte Dürre des letzten Jahres die hessische Forstwirtschaft vor besondere Herausforderungen stellt. Deshalb wollen wir im Dialog mit den Waldbesitzern und Hessen Forst alle Maßnahmen ergreifen, um den Wald mit seinen unterschiedlichen Funktionen zu erhalten und dabei die wirtschaftliche Lage der Forstbetriebe zu stabilisieren. Uns ist auch bewusst, dass bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen wurden, um die eben beschriebenen Herausforderungen seitens der Forstwirtschaft in den Griff zu bekommen. Deshalb unterstützen wir den Stopp der Frischholzernte für Nadelholz, die Priorisierung der Nutzung sturmgeschädigter Bäume und die Einlagerung großer Holzmengen aus dem Staatswald, um den Markt zu stabilisieren. Wir wollen, dass sich die Landesregierung für eine weitestgehende Ausnutzung des Forstschädenausgleichsgesetzes beim Bund stark macht. Außerdem weisen wir darauf hin, dass trotz der FSC-Zertifizierung oder auch gerade deswegen, weil es eben genehmigt auch, der Ansatz von Pflanzenschutzmitteln in Ausnahmefällen als absolute Ultima Ratio auch gestattet ist. Auf Antrag. Wir freuen uns, dass die Landesregierung Konzepte zur konservierenden Holzlagerung entwickelt und auch Pilotverfahren wie entrindende Harvesterköpfe testet. Mit unserer Waldpolitik befinden wir uns auf einem Pfad der Nachhaltigkeit, der durch wissenschaftliche Ergebnisse seriös abgesichert ist. Neben den von mir genannten kurz- und mittelfristigen Ansätzen und Maßnahmen verfolgen wir aber auch eine langfristige politische Strategie, die den Klimawandel als Megaproblem ernst nimmt und nicht in Abrede stellt, untergräbt oder relativiert. Denn, liebe FDP-Fraktion, man kann nicht dem Klimaschutz ständig das Wasser abgraben, wie wir das heute wieder erlebt haben, und dann den Wald der Zukunft retten wollen. Unsere Waldpolitik besteht aus einer mit Weitblick angelegten Klimapolitik, flankiert durch viele umweltverträgliche, konkrete waldpolitische Maßnahmen, die auch jetzt schon ihre Wirkung entfalten. Und so sichern wir die Multifunktionalität des Waldes auch für die Zukunft. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Nächster Redner für die Fraktion der SPD ist der Kollege Heinz Lotz. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die engagierte Diskussion heute erneut zur Forst- bzw. zur Waldpolitik
zeigt, denke ich, dass vieles im Wald passiert ist, dass auch in der Tat vieles gemacht wurde. Aber eins ist aus meiner Sicht auch richtig, dass das Ministerium auch vieles im Alleingang gemacht hat. Und das will ich begründen. Und zwar am Parlament vorbei, an vielen Experten vorbei, an der Öffentlichkeit, hier speziell im ländlichen Raum vorbei, zum Teil im stillen Kämmerlein und in ausgesuchten kleinen Zirkeln. Es gibt viele Beispiele, meine Damen und Herren. Ich nenne hier nur beispielhaft die Holzvermarktung, die Jagdverordnung, die Ökomodellregionen. Man kann auch dazu nehmen das Wolfsmanagement und so weiter und so weiter. Ständig wird versucht, meine Damen und Herren, die Politik, das heißt uns als Parlament, außen vor zu lassen. Wo es geht, es wird nicht gefragt oder es wird nicht angehört. Mit viel Glück haben gerade wir Abgeordneten zufällig Informationen bekommen. Das haben wir in der vergangenen Legislaturperiode oftmals kritisiert und nur Achselzucken erreicht. Das Umweltministerium entwickelte sich aus meiner Sicht in den vergangenen 5 Jahren als das Ministerium für Alleingänge. Nicht verwunderlich ist daher der FDP-Antrag zu den Flächenstilllegungen, dass sich da die FDP ihren Frust herausschreibt. Nun bringen die COA-Fraktionen heute, meine Damen und Herren, einen dringlichen Antrag ein, der in 7 Punkten wiederum aus unserer Sicht nur Beschreibungen abliefert, ohne auch auf irgendwelche Ergebnisse hinzuweisen. Wenn es um den Wald geht, meine Damen und Herren, wird es schnell emotional. Denn Wald ist Teil der hessischen Seele. Niemand in diesem Parlament sollte es für sich beanspruchen, die Weisheit mit Suppenlöffeln gegessen zu haben. Deshalb haben wir als SPD-Fraktion, übrigens als einzige Partei in diesem Parlament, in 2016 eine fraktionsinterne Anhörung abgehalten. Einen Nachmittag lang haben wir uns mit verschiedenen Verbänden, Experten und Politikern über die Zukunft des Waldes unterhalten. Und wissen Sie, was der Beitrag aus dem Umweltministerium war? Sie haben Hessen Forst untersagt, an diesem Treffen teilzunehmen. Das haben wir übrigens schriftlich, wenn Sie es wissen wollen. Das Ministerium traut nicht einmal den eigenen Mitarbeitern. Dabei wäre Ihre Teilnahme wichtig für uns gewesen, denn solche Gespräche machen Gesellschaft aus. Miteinander trotz unterschiedlicher Positionen die beste Lösung zu finden. Deshalb ist der Vorschlag, der ursprünglich vom Hessischen Waldbesitzerverband kam, einen Pakt des Waldes zu erarbeiten, aus unserer Sicht sehr vernünftig. Dann könnte man schließlich einige Punkte intensiv besprechen. Als Beispiel den Ökopunktehandel für stillgelegte Flächen. Wir haben in Hessen viel Bedarf an Holz. Das wissen wir. Was wir heute in Hessen nicht ernten, müssen wir importieren. Und da gibt es heute schon Engpässe beim Holzaufkommen. Und manche Betriebe können nicht beliefert werden. Ja, ich weiß, dass man sogar schon Verträge kündigen musste. Nun verkaufen wir aber Ökopunkte für Flächenstilllegung. Gleichzeitig wird Holz importiert. Ich weiß nicht, ob das das Prinzip des Ökopunktehandels nicht ad absurdum führt.
es findet weder ein wirklicher Ausgleich statt, noch wird global gesehen die Fläche an Fläche eingespart. Der Status quo ist dann, dass zwei Flächen belastet werden. Nebenbei schaffen wir mit der Ökopunkte Waldfläche eine, auch aus meiner Sicht, eine Dominanz des Staates, und kleine Projekte haben schlechtere Chancen. Aber solche Punkte könnte man in der Tat ja in einem Pakt für den Wald allzeit besprechen. Meine Damen und Herren, ich komme selbst aus Steinau an der Straße, und Frau Knell hat es erwähnt, dort gibt es einen besagten Versuchswald am Weiherskopf. Dort gibt es auch Studien mit 25 Jahre alten stillgelegten Flächen, auch von 25 Hektar oder so groß, die parallel zu einem bewirtschafteten Wald sind. Da gibt es eine Expertise, erstellt von Wissenschaftlern, die in der Tat einiges aussagt über Flächenstilllegungen. Meine Damen und Herren, ich glaube deshalb auch, dass ein stillgelegter Wald immer noch Betreuung braucht. Dort müssen Waldarbeiter, Forstwirte, Forstleute arbeiten. Denn das muss alles wissenschaftlich kontrolliert und begleitet werden. Nur so sehen wir auch dann am Schluss als Parlament, ob Stilllegung in der Tat erfolgreich ist. Und vor gut 9 Monaten habe ich eine kleine Anfrage zur Flächenstilllegung gestellt und dabei nach einem drohenden Wegfall von Arbeitsplätzen gefragt. Es habe keine Relevanz, hieß es in der Antwort, wegen des Personalkonzeptes von Hessenforst 2025. Dieses Personalkonzept ist aus meiner Sicht, und das habe ich von Anfang an kritisiert, ein großer Fehler. Aktuell kommen immer mehr Herausforderungen auf den Wald zu. Ich nenne nur die Stichworte Dürre, Klimawandel, Borkenkäfer, Holzvermarktung, stillgelegte Flächen. Wir können uns einen weiteren Stellenabbau bei Hessenforst aus unserer Sicht nicht leisten. Denn auch an der Qualität der Waldbewirtschaftung ist mancherorts erkennbar, wie gut es wäre, wenn Hessenforst noch selbst ernten könnte und es nicht den günstigen Subunternehmern auf dem Markt überlassen müsste. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hessenforst machen aus unserer Sicht einen hervorragenden Job. Sie leben förmlich Nachhaltigkeit. Doch manchmal habe ich das Gefühl, das sieht man im Ministerium anders. Benachbarte Bundesländer lachen sich ins Fäustchen. Sie werben unser top ausgebildetes Personal ab. Meine Damen und Herren, wir können heute lange über Sinn und Unsinn von Forstpolitik streiten. Besser wäre es in der Tat, wenn wir gemeinsam einen Pakt für den Wald schmieden und mit Vertretern der Waldbesitzer, der Verbände, der Kommunen, von Wissenschaftlern und vor allen Dingen von uns aus dem Parlament darüber streiten, wie zukünftig der Wald in Hessen und Forstpolitik gemacht wird. Und damit komme ich zum Schluss und bin gespannt auf die weitere Diskussion, die wir anschließend dann im Ausschuss führen werden. Herzlichen Dank.